Das Rotwild RC750, Modelljahr 2021. Hier ist es und wir werden es Ihnen mal komplett zeigen. Wir sind in Saarlouis, das liegt im Saarland. Wir sind bei Kai Gimler und er ist stolz wie Harry Gussi-Streit. Ich glaub's aber, hi Sven. Nee, ohne Scheiß. Also da sind wir echt stolz wie Bolle drauf. Wie kam es zustande? Ich sag mal, Rotwild, wer den Fahrradmarkt so ein bisschen in den letzten Jahren verfolgt hat, Rotwild war einfach früher schon eine absolute Kultmarke, die sich gerade was den Rahmenbau angeht, hervorgetan haben. Da damals, die Jungs, die sie von früher kennen, wissen das noch, außen konifizierte Rohre und so weiter. Das war schon immer was Geiles. Jetzt hatten wir ja letztes Jahr die Entscheidung getroffen, okay, wir machen nur noch E-Bikes. Und dann haben wir gesagt, okay, dann aber halt auch wirklich auf breiter Front und wollten auch alle etablierten Motorsysteme sozusagen vertreiben. Und der Prosa hat uns noch gefehlt. Und sag mal, da gibt es jetzt so viele Hersteller, die den verbauen. Und so sind wir eigentlich relativ schnell bei Rotwild gelandet, weil es passt bei uns auch einfach rein. Carbon? Ja, obligatorisch Vollcarbon. Also wirklich bei den Rotwild hast du wirklich Hinterbau, der Rahmen. Je nach Ausstattung ist sogar der Akku mit Carbon ummantelt. Also es ist wirklich absolute High-End-Geschichte und auch konsequent zu Ende geführt. So, ich zeig's mal gerade komplett. Wir haben im Moment ein schweres Weitwinkel drauf, aber es ist ein großes Fahrrad. Die Rahmengröße hier? Jetzt fragst du mir das. Hier müsste ein L sein, ne? Das ist ein L und jetzt haben wir hier die RC-Variante mit 2x140 mm Federweg, ist das sozusagen die tourenmäßigste Variante und da haben wir dann auch vorne und hinten die 29er Laufräder drauf. DT Swiss Gabel, habe ich auch noch nie gesehen. Ja, sind wenig verbaut, OEM muss man sagen. Klar, Fox RockShox ist dann bekannter. DT Swiss kennt man eher von Laufradsätzen, aber die machen seit vielen Jahren schon Gabeln, zum Teil auch im Carbonbereich und so weiter. Und in dem Modell sind sie dann auch verbaut. Ja, dazu passen das DT Swiss Laufrad, das H1700. Ich bin ziemlich beeindruckt, was die Optik angeht. Es ist nicht das günstigste Fahrrad am Markt, muss man fairerweise sagen. Ich grüße dich, stell dich mal vor. Hi, ich bin der Andi. Hallo Andi, dich kennen wir schon aus ganz vielen anderen Videos. Richtig. Das ist neu, das Fahrrad, und es ist ziemlich aufregend. Ja, es lässt sich ja sehr, sehr gut fahren. Also es ist tatsächlich ein Highlight, was wir hier im Laden haben. Ihr habt schon ein paar verkauft, Kai hat gemeint. Drei Stück oder sowas sind jetzt seit kurzer Zeit gelaufen. Ja. Was sind das für Zielgruppen, die, ich sag mal, dafür in Frage kommen? Klar, also, ich brauche mehr Geld. Tatsächlich bunt gemixt. Also es ist, sind Jüngere mit dabei gewesen jetzt und waren auch so ein bisschen so in meinem Alter halt einfach. Ne? Ich muss erzählen, Rotwild hatten jetzt die letzten 2-3 Jahre wirklich so einen geilen Job im E-Bike-Bereich gemacht. Die hatten ja wirklich fast alles an Testberichten und Tests, also erste Plätze abgeräumt. Und es kommen also wirklich jetzt Leute speziell, die wollen genau diese Rotwild haben, wissen dann natürlich auch schon, was ihnen, sagen wir, finanziell so ein bisschen bevorsteht. Blüht. Blüht sozusagen. Aber man kriegt auch wirklich auch einen massiven Gegenwert dagegen. Man muss ja sehen, du hast hier den Prosemotor drin mit brachial 90 Newtonmeter, hast einen 750er Akku, also das war letztes Jahr, war das eigentlich schon absolut oberhalb dessen, was andere Hersteller, sagen wir, bieten konnten. Das ist ein Motor, der in Berlin, in Deutschland gefertigt wird. Du hast je nach Modell diese 8-Pin-Sattelstütze drin, die vollkommen integriert ist. Drück mal gerade einen Knopf hier. Unterschied ist halt folgender. Die normalen absenkbaren Sattelstützen sind ja Einzelteile, die nur ganz normal mit der Klemmschelle sozusagen im Rahmen befestigt werden, wie eine Standardsattelstütze. Das hier ist voll integriert, die ist also hier unten mit diesem Bolzen befestigt und sozusagen ist der Rahmengehäuse der versenkbaren Sattelstütze. Also das sind halt alles so Details, die natürlich das Ganze... Also nichts irgendwie hingezimmert, sondern nein. Genau aufeinander ich abgestimmt. Guck dir die Zugführung an, ob du jetzt auf die Seite gehst oder hier hinten. Die haben dann auch im Rahmen, also hier vorne der Steuerkopfbereich, der ist doppelwandig, ja? Also in Carbon doppelwandig ausgeführt. Und da hast du hier für die Züge, hast du nochmal einzelne, wie sagt man so, Kanäle, ne? Wo die Züge dann durchlaufen. Auch die Integration vom Motor, auch hier unten die Motor, der ganze Halteapparat, alles Vollcarbon, also besser kannst du es nicht machen. Sehr schön, auch so Kleinigkeiten hier von DT Swiss, das kommt jetzt bei immer mehr Gabelherstellern, dass sie die passenden Schmutzfänger dazu haben. Genau, richtig. Die haben natürlich dann auch von uns, sagen wir, die klassischen Marschguards, die mit Kabelbinder befestigt, mit unserem Logo schön drauf, was wir immer passend zu den Rädern haben. Aber das ist jetzt auch so ein bisschen im Kommen, weil es ist ein kleines, kurzes Schutzblech und das hält dir gerade so das ab, was in die Augen fliegt und so. Also es bringt mehr, wie man, wie es aussieht. Ja, ziemlich cool. Ich gehe mal kurz auf die andere Seite. Also wichtig ist ja hier vorne das Logo. Rotwild, sag mal 1-2 Takte. Die Jungs von Rotwild,
Die sitzen in Dieburg, sitzen die, ja. Da wird also entwickelt, da waren wir auch vor kurzem, sind wir die dann besuchen gegangen, als wir uns noch die Modelle rausgepickt haben. Die machen also die ganze Entwicklung dann also hier in Deutschland und die Räder werden auch hier in Deutschland gefertigt. Komplett. Das heißt also, die schauen, das sind hier Kleinserien, wir reden ja nicht über eine Million. Nee, absolut nicht. Also ganz klar, kleiner, feiner Hersteller. Aber so gefragt, also sie waren letztes Jahr, wir wollten eigentlich letztes Jahr schon ein Programm nehmen. Dieses Jahr kann sie gerne machen, aber wir sind ausverkauft. Und auch dieses Jahr werden die Stückzahlen nochmal knapp werden, weil sie einfach absolut state of the art sind. So, die Integration des Motors, schöner geht schon nicht mehr. Das heißt, du siehst den Motor gar nicht mehr? Du siehst den Motor gar nicht. Hier unten hast du eine Aluminiumplatte, die gerippt ist, die für die Motorkühlung sorgt. Ne? Dann haben wir hier überall mit ganz hoher Stützbreite, haben wir hier Industrielager, die auch ganz hochwertig gedichtet sind und so weiter. Also du kannst jetzt hier wirklich jedes Einzelteil zerlegen, egal was, es ist alles aufwendig gemacht und gefertigt. Ja, die Bremsen, das ist schon sehr auffällig, Andi. Die Bremsscheibe kostet wahrscheinlich auch 100 Euro, nee, keine Ahnung. Ich glaube, ja, das dürfte ungefähr hinkommen, echt? Wenn jetzt sogar noch mehr, ja. Weil die spezielle Hinterlüftung auch mit hat, beziehungsweise bessere Wärmeableitung hat und gleichzeitig auch hier die Magneten verbaut hat für die Speed-Up-Sensor-Rig, die also hier verbaut ist. Wenn du also lieb ist, das Fahrrad mal runterholst, dann... Übrigens auch jetzt vom Gewicht her, ne? Wir reden also jetzt hier, wir haben jetzt noch keinen Tubeless-Umbau und nichts gemacht. Das Rad wiegt, so wie es da steht, 23,4 Kilo. Hört sich erstmal relativ viel an, aber man muss bedenken, was für ein großer Akku drin ist. Jetzt machst du noch Tubeless-Umbau und dann sind wir irgendwo bei 23 Kilo. Und das ist schon ein Wort. Andi, wenn du mal gerade die rechte Bremse ziehst, das Fahrrad nach hinten ziehst, dann gucken wir mal gerade unten drunter, denn das konnte ich eben nicht so richtig zeigen, weil man einfach mal drunter gucken muss. Hier hast du diese Alu-Skid-Plate, ne? Also das dient der Motorkühlung. Und hier sieht man schön die Akkuentriegelung. Du hast ja zwei Möglichkeiten. Und hier ist das serienmäßige. Warte. Du bist gerade im Weg. Okay. Das ist also das serienmäßige. Ui. Du hast es geschafft. Ja. Normalerweise kniet man davor. Das ist gewollt so, dass es so leicht rausgeht. Warte mal kurz. Was sagst du? Das ist gewollt so, dass es so leicht rausgeht, weil es sitzt auf der Feder und wird eigentlich nur entriegelt. Ne? Ja, also genau, normalerweise hast du den Griff natürlich jetzt nicht so, wie wenn das Rad jetzt hier so steht. Also es wird einfach entriegelt, rausgezogen. Und dann kannst du hiermit dann sozusagen den Akku schon entnehmen. Das ist ja, okay, ein Riesenakku. Das ist der Akku, genau. Wie gesagt, je nach Modell ist das hier dann auch alles in Carbon ausgeführt. Okay, das heißt selbst Dinge, hier sieht man auch schön die Breiten, die Carbonbreiten, die man hier hat. Da redet man nicht, ich meine, das sieht von außen so riesig aus, aber das ist Wahnsinn, wie dünn die das fertigen können. Genau, jetzt kommt nämlich auch genau der Vorteil. Integrierter Akku bedeutet beim Alurahmen immer ein massives Mehrgewicht. Denn um die Steifigkeit des Rahmens nochmal hinzukriegen, musst du an dieser Stelle ein daumendickes Strangussteil verbauen. Bei Carbon kannst du aber auch beim integrierten Akku dünnwandig bleiben und hast halt einfach nicht dieses Mehrgewicht wie der integrierte Akku, also beim Alurahmen verursacht. Ist das ein tragendes Element jetzt, der Akku? Nein. Nein. Das heißt, ich kann auch so fahren, ohne Akku? Ja, würde gehen, aber ich meine, dann tust du dich hier alles verhunzen, also das macht keinen Sinn. Hier siehst du halt schön, du drückst zurück. Warte, nochmal. Du drückst hier zurück, das ist auch der Anschluss. Und ich meine, wie du mal siehst, der wird also wirklich dann auch in der Waagerechte gehalten. Ich komme mal kurz auf der anderen Seite, dann sieht man es ein bisschen besser. Jetzt. Ja, ich drücke also zurück, der Anschluss wird in Position gehalten. Du machst den Akku rein. Das war's. Genau. So. Ist eigentlich schon fast ein Klassiker bei unseren Videos, dass wir dann die Räder mal so neu haben, dass wir die Akkus noch nicht oft entnommen haben. Aber wir kriegen es hin. Ja, Preis 7.999 Euro, also 8.000 Euro. Genau. Mein Opa hat gesagt 8.000. Und genau. Ja. So, jetzt ist drin. Das kann nicht von selber losgehen? Nein. Und es gibt, sagen wir mal, wer möchte, gibt es hierfür auch einen Ersatz oder einen Austauschteil, was dann auch ein Schloss beinhaltet. Ne? Okay. Abschließen. Genau. So, wenn wir schon gerade hier oben sind, das da ist jetzt die Bremsscheibe. Was ist an der anders? Das ist eine Sandwich-Bremsscheibe, die hat also einen Alukern und dann außen sozusagen Stahl. Und dieser innenliegende Alukern, der leitet einfach die Wärme besser ab. Das nennt man Ice-Tech-Technik bei Shimano. Da gehen auch bestimmte Bremsbeläge miteinander einher und das ist die Technik, die dahinter steckt. Die Scheibe sitzt auch hier auf dem Alu-Spider, ist also nicht durchgängig aus Stahl und dann hast du halt, wie gesagt, nochmal diesen Alukern zur Wärmeableitung. Scharf. So, die Reverse sind dabei bei 8.000 Euro. Natürlich nicht. Klar. Ja, das sind die immer so schön bebitzeln an der Haut, hätte ich fast gesagt. Genau. Die passen aber gut. Genau, die Pedale haben wir natürlich immer in verschiedenen Farben. Was kostet die? Hier liegen es bei 79 Euro. Hier ging es einfach darum, dass wir weiße passende zum Rahmen hatten, um das Ganze ein bisschen rund zu machen. Bei den Rotwild sind tatsächlich keine Pedale dabei.
So, wenn wir es schon gerade oben haben, dann zeigen wir es mal von unten. Ihr habt die Fahrräder schon mal gefahren? Ja, wir hatten also ein halbes Jahr zwei Testräder gehabt. Leider muss ich sagen, gerade in der Corona-Hochzeit. Das heißt, also ich habe genau zweimal drauf gesessen, also viel mehr Zeit war nicht. Und ich meine, wir hatten ja mal ein Video gedreht über mein ursprüngliches Custom-Bike, das Ghost. Kannst du dich daran erinnern? Dieses 12.500 Euro Eumel. Und sag mal, da habe ich natürlich aus meinen Erfahrungen der letzten Jahre für mich das ideale Bike zusammengebaut. Da kam bisher nichts dran. Die Rotwild können tatsächlich dran tippen und ich kriege jetzt auch selbst eins. Haben sie nur leider, kommt es erst im November. Du darfst das Bike mal runterlassen. Die Sattelstütze hat es mir angetan. Das ist komplett integriert. Das heißt, unten dort... Das heißt, die Mechanik... Also die wird hier unten gehalten und die Mechanik sitzt sozusagen im Rahmen. Ne? Dadurch hast du hier auch ein dickeres Rohr, weil sozusagen das sogenannte, in dem Fall dann das Tauchrohr der Sattelstütze der Versenkbaren fehlt ja sozusagen. Das ist ja dann in dem Fall dann der Rahmen. Also haben wir hier einen größeren Rohrdurchmesser. Es sieht auch einfach optisch cooler aus. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt natürlich die Frage, ja, wie stelle ich denn auf die entsprechende Fahrergröße oder Beinlänge ein? Ganz einfach. Du hast hier einen Hebel und dann kannst du die Sattelstütze einfach an verschiedenen Positionen arretieren, von wo aus die dann versenkt. Das heißt, ich brauche also hier nichts zu verstellen, sondern tue einfach mit der Absenkhöhe sozusagen auf die Fahrergröße abstimmen. Okay, verstanden. Display, Riesendisplay. So riesig ist es nicht. Ist aber alles drauf, was man brauchen kann. Ne? Ich habe also hier die Durchschnittskamera. Ne, Maximalgeschwindigkeit, die Gesamtkilometer mit drauf, Restreichweitenberechnungen, Tageskilometer, ne, die Fahrzeit, also alles schön übersichtlich mit drauf und habe bei dem Modell sogar die Möglichkeit, das Ganze über die App zu steuern. Mhm. Ich kann mir die Motorsteuerung anpassen mit der App, die es da gibt. Cool. Und das ist also wirklich alles schön durchdacht, also das gefällt mir halt auch sehr. An Rotwild. Ja. Das Schöne ist, dass der Andi im Vergleich zum Kai ja nichts arbeitet, deswegen hat der es bestimmt schon öfter gefahren wie der Kai, oder? Ja, zwei, dreimal mehr vielleicht, ja. Fahr mal mit, ich will mal sehen, wie es geht. Anmachen geht wie? Anmachen, ich habe hier oben einen Schalter. Sag mal, wo? Der ist ein bisschen versteckt hier, weil da die Bremse ein bisschen das Ganze verdeckt. Dann kann ich also anmachen oder ich kann da unten am Skid. Wo? Zeig. Die Leute wollen alles sehen. Entschuldigung, Andi. Und zwar hier unten habe ich auch noch einen Hebel. Da ist ein Einschalter. Genau. Okay, verstanden. Okay, das heißt, ich könnte mir jetzt einen zweiten Akku kaufen, den in den Rucksack machen. Das würde gehen. Natürlich geht das, klar. Das geht. Bin mal gespannt. Also ich meine, wir haben natürlich im Bekanntenkreis dann schon mal so ein bisschen rund gehört. Also ich rechne jetzt schon mit Reichweiten jenseits der 100 Kilometer. Die müssten drin sein bei der 1000. Naja, 1000. Na klar, wenn Akku aus ist, kannst du fahren so weit, wie du willst. Einmal um den Erdball. Es hängt natürlich davon ab, wie schwer ist der Fahrer, klar, welche Stufe hat er. Ich meine, es ist natürlich gerade nochmal die Situation, das unterschätzt man ganz gerne. Also wenn es richtig kalt ist, hast du schnell mal 30% Kapazität verloren. So, jetzt sieht mal, Andi, wie groß bist du heute? Ich bin 1,80 Meter. Heute vielleicht 1,79 Meter. Okay, das heißt, das L, das passt dir? Das passt, ja. Passt. Das passt. Okay, fahr mal. Ist auch geil gemacht, hinten mit der Federung. Wie die so einfedert, das muss der Andi gleich mal zeigen. Ja, dann hast du dann die verschiedenen Ausstattungsvarianten. Es gibt jeweils immer drei Stück. Das Core, das ist das Einstiegsmodell, das Pro und dann bei verschiedenen Modellen gibt es dann auch die Ultimate-Variante. Da sind wir dann auch deutlich über 10.000 Euro, wo da wirklich alles Carbon ist, also sprich auch die Laufräder, die Lenker und so weiter und so fort. Was krass ist, du hörst den Motor gar nicht, habe ich das Gefühl. Das ist der leiseste Motor am Markt. Ich habe nichts gehört. Das ist der leiseste Motor am Markt. Gar nichts. Echt nicht? Das ist der leiseste Motor am Markt. Sehr schön, jetzt haben wir es dreimal gesagt. Hier vorne noch so kleine Details. Flaschenhalter können angeschlossen werden. Was aber cool ist, Andi ist ja Sportfahrer. 90 Newtonmeter heißt, er könnte, oder mehr als 90? Nee, 90. 90. Okay, das heißt, er könnte jetzt mal Wheelie machen. Schaffst du das? Das ist ein bisschen schwammig eingestellt. Der Andi, warte, ich gehe mal kurz auf die Straße. Mal sehen. Da ist er. Fast. Jetzt muss man sagen, ist schon 10 Jahre her, dass du es gemacht hast, oder? Schon ein bisschen her, ja. Also ein cooles Rad? Ein sehr cooles Rad. Okay. Ich kann, wie gesagt, mir die Unterstützungsstufen ja selber so wählen, wie ich sie will. Ich habe also normale Einteilung von der ersten Stufe mit 15%,
zum Beispiel. Und dann geht es halt so, wie ich es selber einstellen wollte. Und am Schluss halt dann mit der großen, mit der vierten Stufe, kann ich also auf 100%, also sprich die komplette... Da ist das Rot. Das Umschalten der Stufen, wie geht das? Ganz einfach mit einer Schaltwippe hier, mit Plus, Minus, kann ich also quasi hier umschalten auf Tour, Eco, Off oder halt dann quasi Sport. So, jetzt suchen wir mal den Kai, der ist direkt hier vorne, wenn du auch mal kurz mitkommst. Kai, ich brauche dich nochmal. Ja, cooles Rad. Gut, jetzt im Vergleich zu vielen anderen, was ist hier noch so im Wettbewerb? Was gibt es da so, Highbike? Naja, sagen wir, ist bei uns ja immer so ein bisschen diese Sortimentspolitik. Wir gucken ja immer, dass wir die verschiedenen Sortimente halt mit dem idealen Produkt bestücken. Insofern versuchen wir auch möglichst Überschneidungen zu vermeiden. Und in dem Segment werden wir also in der kommenden Saison dann auch nur die Rotwild anbieten. Okay, das heißt also, in dem großen Segment heißt der Highbike-Motor, der große, wie heißt der nochmal? TQ? TQ, der kommt ja nicht mehr. Nächstes Jahr. Doch, der wird weitergeführt. Den hast du. Also ja. Das wäre ein vergleichbarer Motor ungefähr von der Leistung? Na gut, der liegt mit 120 Newtonmeter noch mal drüber. Ne? Nur ist das Flyon, sehe ich, so ein bisschen spezieller. Das hier ist das agilere Rad. Okay. Aber das ist, hast du schon recht, da gibt es so eine gewisse Überschneidung. Aber da haben wir uns jetzt eigentlich für nächste Saison auf die Rotwild festgelegt, weil die Räder auch bei unserer Kundschaft, denke ich, irgendwo ein bisschen stimmiger sind. Stell es nochmal hoch, Andi, machen wir die Abmoderation. Das ist jetzt das RC750. Wir werden heute mal drei Fahrer da vorstellen. Richtig. Dass wir das mal zeigen. Sie sind sehr, sehr kompakt. Das Fahrrad fällt zunächst gar nicht auf, aber Rotwild ist eine Marke, die kennt man. Ja. DT Swiss, die feinsten Komponenten verbaut. Top-Qualität, Kleinserie, richtig? Richtig, genau. Und ich habe hier was ganz Exklusives, was wahrscheinlich auch ein paar Jahre halten wird. Da gehe ich von aus, na klar. Wie ist hier die Garantie? Oh, ja. Was haben wir auf die Rahmen? Also, normal ist es so, wenn ich mich registriere, habe ich 5 Jahre Garantie auf dem Rahmen von Rotwild und normale Ausstattung 2 Jahre halt, beziehungsweise 3, eventuell 3. Ja. Okay, super. So, hinten die Kassette, eine feine XT. Kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Wir haben auf jeden Fall einen Spider, könnte SLX oder XT sein. Das ist eine XT. Da vorne steht's. Super. Nee, ich habe keine Fragen mehr. 7.999 €. Ja, wie immer, am besten first come, first serve. So viele Fahrräder kriegst du nicht nächstes Jahr? Wir haben 10, 11 Stück in der Vororder. Davon sind schon 3 weg. Und wahrscheinlich können wir nichts mehr nachbestellen. Du bist im Boost, das liegt im Saarland? Genau. Saarland, zwischen Saarbrücken und Saarlouis, haben wir grob gesagt. Wir haben hier eine schöne Ausstellungsfläche. Wir haben auch Rotwild-Testräder dann da. Ja? Also wer testen kommen möchte, reinkommen, draufsetzen und mal losfahren. Das ist ja kostenlose Parkplätze, 400 Stück vor der Tür. Genau. Wir sind direkt in einem Rewe drin. Hier vorne ist es Kai Gimler im EKC in Buß. Und die Öffnungszeiten sehr einfach. Dienstags bis samstags durchgehend von 10 bis 18 Uhr. Ja, Kai Gimler im EKC Buß. Ja, vielen Dank, Kai. Und dann machen wir das nächste Rad von Rotwild, die Farbe vom nächsten. Achso, es gibt nur 2 Farben, gell? Es gibt nur 2 Farben, es gibt 2, eigentlich 3. Es gibt 2 unterschiedliche Rot und bei wenigen Modellen dieses Weiß, aber in der Regel sind sie schwarz-rot. Sehen wir gleich. Ja, bis gleich. Vielen Dank fürs Einschalten. Da sind wir, das RC 750 Modelljahr 2021 von Kai Gimler und Rotwild. Tschüss.